Ja, hallo und herzlich willkommen von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Ich bin hier bei Hoch und die Andrea sitzt neben mir. Hi. Hallo. Und wir haben hier ein Kinderspiel und zwar nennt sich das Monsieur Carousel. Und das ist ja auch schon aufgebaut und das Material sieht ja wirklich ja, sehr, sehr cool aus. Was machen wir denn spielerisch? Ja, folgendes. Monsieur Carousel ist ein kooperatives Kinderspiel ab 4 Jahren. Wir sehen ja hier schon das schöne Karussell und natürlich möchten alle Kinder mit diesem Karussell fahren und dabei wollen wir ihnen helfen. Unser Spielziel ist es, alle Kinder im Karussell sitzen zu haben, bevor es beginnt zu regnen. Denn dann würde Monsieur Carousel sagen, nein, 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 wir schließen jetzt das Karussell. Das wollen wir nicht. Was machen wir in dem Spiel? Wir würfeln hier mit dem Farbwürfel. Die Farbe zeigt mir, wo sich ein Kind auf dem Karussell hinsetzen darf. Ich suche mir jetzt ein Kind aus und setze das jetzt hier eben zum Beispiel bei Grün auf den Tiger. Das Wichtige ist auch, wir merken uns alle, wo haben wir gerade dieses Kind hingesetzt. Es kann ja nämlich später passieren, dass Grün bereits besetzt ist. Das heißt, ich kann hier eigentlich niemanden hinsetzen. Dann wird das Karussell gedreht. Und dann schauen wir, auf welches Feld zeigt Monsieur Carousel. In dem Fall wäre das jetzt sehr praktisch, weil er zeigt auf ein freies Feld. Das heißt, da kann ich wieder wen hinsetzen. Wenn er jetzt aber zum Beispiel auf dieses besetzte Feld zeigt, müssen wir sagen, auf was sitzt das Kind? Wir haben ja vorhin alle aufgepasst. Ja, ja. Ja, was ist drunter? Na, sowas Blaues oder so. Ein Tiger. Meine ich doch. Ja, der blaue nee, Tiger ist auch hier dabei. Genau. Genau, wenn wir das immer richtig machen, freut sich alles um uns drum herum und die Sonne scheint ein bisschen mehr, das heißt, ich bekomme hier einen Sonnenstrahl. Genau. Wenn wir es falsch machen, kommt ein Regentropfen dazu. Okay. Was hier auch noch besonders ist, ihr seht ja, die Sonnenstrahlen bestehen aus mehreren Teilen. Immer wenn so ein Sonnenstrahl komplettiert wird, strahlt die Sonne ja stärker, das heißt, ein Regentropfen geht auch wieder weg. Genau, also das heißt, wir haben hier Würfeln, wir haben hier ein einfaches Memo-Element mit dabei und natürlich sehr schönes Material. Für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, naja gut, dann merke ich mir halt irgendwann, da ist der Schwan, da ist der Traktor und so weiter. Dieser Einsatz hier unten kann natürlich auch ausgewechselt werden. Das stimmt, heißt, das sieht aus, ja. Viel mehr. Genau, da gibt es irgendwie eine Öffnung unten an dem Karussell da dran. Genau, ja. Genau, da kann man das reinschieben. Ja, sehr schönes Karussell, also auch wirklich eine komplette aus Holz gefertigt. Ja. Ja. Sehr schick. Ja, wirklich ein nettes kleines Kinderspiel. Ab 4 Jahren ist das Ganze empfohlen. Genau. Für wie viel? 1 bis 6? Genau, 1 bis 6 Spieler. Kinder. 15 Minuten, das ist ja so eine typische Kinderspielzeit. Ja. Wirklich sehr schönes Material, gefällt mir richtig gut. Dann danke für die Vorstellung.